Hier soll es nun gebaut werden, das neue Eichsfeld-Klinikum von Heiligenstadt. Dafür gab es heute Vormittag Geld vom Land, einen Fördermittelbescheid über 165 Millionen Euro. Damit unterstützt das Gesundheitsministerium den Klinikneubau und der soll mehrere Standorte zusammenführen. Gäste sind im Eichsfeld immer willkommen, besonders dann, wenn sie Geld dabei haben. Gesundheitsministerin Heike Werner übergab in Heiligenstadt vor Publikum symbolisch einen Scheck von 165 Millionen Euro für den Neubau des Eichsfeld-Klinikums. Ich freue mich natürlich, dass der Standort Heiligenstadt hier bedacht wird. Aber am Ende geht es darum, dass wir im Eichsfeld eine ordentliche medizinische Versorgung haben. Und deswegen haben wir, glaube ich, einen guten Tag fürs Eichsfeld heute. Nachdem es zuvor bei der Entscheidung für den Neubau geknirscht hat. Landrat Werner Henning sitzt nämlich neben zwei Stiftungen als Vertreter des Eichsfeld-Kreises mit in der Gesellschafterversammlung vom Eichsfeld-Klinikum. Dort hat er gegen den Neubau gestimmt, obwohl der Kreistag bereits zugestimmt hatte. Denn der Landrat hat befürchtet, dass der Neubau zu viel kostet und der Landkreis dafür zu viel Geld ausgeben muss. Das Landesverwaltungsamt hat ihm aber mitgeteilt, dass er den Beschluss des Kreistages umsetzen muss, sodass er schließlich doch für den Neubau votierte. In knapp 2 Jahren soll es also losgehen. Geplant ist ein moderner Gesundheitscampus mit Klinik, Ärztehaus, Pflegeschule und? Das Krankenhaus wird das erste Krankenhaus in Deutschland sein, das nur mit Einbettzimmern arbeitet. Bisher hat das Eichsfeld-Klinikum 2 Standorte, in Reifenstein und in Heiligenstadt. Aber die sind zu klein und können nicht erweitert werden. Dazu kommt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten sich nicht dafür eignen, wirklich neue Prozesse möglich zu machen. Und das ist das, was wir wirklich brauchen, nicht nur neue Räume, sondern neue Abläufe, konzentriertere Prozesse, um am Ende mit weniger Fläche, vielleicht auch mit weniger Personal, eine ähnlich gleiche Leistung zu bringen. Der neue Standort liegt am Rand von Heiligenstadt und kann von der Autobahn gut erreicht werden. Ende 2028 soll der Klinikneubau fertig sein. Die Gesamtkosten liegen bei schätzungsweise 200 Millionen Euro.